Ingesso wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Für dich als Geschäftsmann, welche Bedeutung hat diese Wahl und beziehungsweise welche Erwartung hättest du an den neuen Bürgermeister von Güstrow? Ja, vielen Dank für die Frage. Finde ich erstmal ganz schön wichtig soweit. Ja, die Bedeutung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Güstrow hat jetzt lange Jahre einen Bürgermeister gehabt, was auf der einen Seite sicherlich gut ist, dass es Kontinuität gibt. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich irgendwann auch mal einen Wechsel, damit man an Stimmung, einen Geschmackwechsel reinkommt. Und insofern kann ich nur sagen, Augen auf bei der Wahl. Das soll 7 Jahre halten. Und die Bedeutung ist insofern auch sehr groß, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, was das Thema wirtschaftliche Umbrüche besteht, Digitalisierung, aber auch letzten Endes die ganze Geschichte mit der älter werdenden Generation. Da wird Güstrow richtig was zu tun kriegen. Ganz speziell, du jetzt wie gesagt als Chef dieses Baumarktes, hast du da Vorstellungen in Bezug auf Wirtschaft, auf Handel? Ja, ich bin ja nicht nur der Chef am Hagebaumarkt hier, sondern ich bin auch gut vernetzt, was das Thema Wirtschaft in der Stadt betrifft. Und ich denke, wir brauchen eine Kultur, die mehr Möglichkeiten aufzeigt, die den Leuten, die was machen wollen, mehr zeigt, wie es geht und vielleicht weniger gezeigt wird, warum und wie es nicht geht. Das ist, glaube ich, ganz schön wichtig, weil die Leute brauchen Mut, die brauchen Hoffnung, die wollen voran und da muss ihnen Unterstützung kommen. Das hat zum Teil gut funktioniert, aber wie Voltaire schon sagte, das Bessere ist stets der Feind des Guten und das geht mit Sicherheit besser. Dann gibt es ja jede Menge Aufgaben, die zu bewältigen sind. Ich sag mal Kultur, Wirtschaft, Sport, Jugendarbeit, Innenstadt. Wo würdest du die Prioritäten setzen oder ist alles gleichgewichtet für dich? Ich glaube, was eben gesagt wurde, kann man einmal schütteln, dann trifft man mal das Richtige. Wir haben jetzt ja schon ein Tourismuskonzept, was angegangen ist, was losgeht. Wir haben ein Entwicklungskonzept, was das Thema Wohnungsbau und Straßen betrifft. Das muss nur fortgeführt werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, dass der oder die zukünftige Bürgermeisterin, Bürgermeister dort anbinden kann und sagt, das ist ja alles schon da, wir müssen das weiterführen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, jetzt sofort zu sagen, wir machen jetzt alles anders, weil alles anders kann auch alles anders falsch sein. Nun gab es ja verschiedene Möglichkeiten, sich mit den Kandidaten zu beschäftigen im Vorfeld vor der Wahl. Ist das aus deiner Sicht ausreichend oder siehst du da noch vielleicht für die nächste Wahl mehr Potenzial oder war das nicht alles so 100% zufriedenstellend? Ja, also hobbymäßig bin ich ja so ein bisschen im Marketing unterwegs. Und da kann ich schon mal sagen, einige haben es gut gemacht, andere haben dann noch Potenzial und Luft nach oben. Das ist wohl so. Ja, ich selber habe mich informiert über die Presse, über Sachen, die im Briefkasten gelandet sind, logischerweise. Auch über Hörensagen, was ganz interessant war. Ich hätte mich natürlich als Stadtvertreter sehr, sehr gefreut, wenn die zukünftigen oder wenn die Bewerber um dieses Amt auch die Möglichkeit genutzt hätten, sich in den Fraktionen, sich vor allen Dingen in der Stadtvertretung mal sehen zu lassen, in den Ausschüssen mal zu schauen, was passiert da überhaupt. Und das habe ich schon vermisst soweit. Ich habe also Namen da jetzt auf der Liste gesehen, wo ich dachte, ah, die habe ich auch nie irgendwo sitzen sehen. Selbst bei der letzten Stadtvertretung habe ich nur wirklich gedacht, 3 Wochen vor der Wahl, da geht das richtig rund, da sitzen alle und spitzen die Ohren. Auch da war das eher dünn gesetzt gewesen, sodass ich einfach denke, da hätte man auch so eine Gegenseitigkeit ein bisschen mehr erwarten dürfen. Vielleicht abschließend doch noch eine wichtige Botschaft an den neuen Bürgermeister, was ganz Besonderes? Ja, was ist die Botschaft? Mut zum Risiko, sage ich immer soweit, in der Richtung auf der einen Seite Leute mitnehmen. Kein Kapitän hat jemals eine Schlacht gewonnen ohne seine Soldaten. Das ist eine ganz wichtige Nummer. Da sollte man unbedingt darauf achten. Betroffene zu Beteiligten machen, sagt man so leicht hin. Aber ja, was die Politik sowieso machen muss, es muss einfach mehr erklärt werden. Wir brauchen mehr Kommunikation, wir müssen mehr miteinander was unternehmen und erklären, warum ist es so, wie es ist. Weil wenn keiner erklärt, gibt es einfach Gerüchte. Und Gerüchte sind Sachen, die man in der Politik und in der Kommunalpolitik schon überhaupt nicht gebrauchen kann. Das klingt sehr gut. Wilfried Minnich, der nächste Bürgermeisterkandidat in 7 Jahren? Dann habe ich die Altersgrenze überschritten. Oder ist sie hochgesetzt? Ich bin hochgesetzt worden, ja. Ja, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt wohl noch nicht so wirklich. Ich bin mehrfach gefragt worden, aber dann stehe ich lieber in der zweiten Reihe in diesem Falle. Dankeschön. Okay, vielen Dank für das nette Gespräch und schönen Tag noch.